Sortieren wir wieder in Nahkampf- und Fernkampfstaffel. Das muss reichen. Und Artillerie. Nahkampf, Fernkampf, Artillerie. Wir kämpfen für die Jungfrau von Orléans. Wir werden ja sehen, wie englische Langbögen gegen französische Kanonen ankommen. Beziehungsweise... Ist noch nicht blutig genug. Wir machen Kavallerie als Nahkampf, quasi. Ihr seid meine 1. Ihr werdet zusammen mit den Kanonieren meine 2 werden. Kommt mit dazu. Ihr kommt mit hinten ran. So. Ihr werdet meine 2, ihr werdet meine 3. Die lasse ich einfach mal in die Hinterhand. Stehen bleiben, Vorsicht. Ihr seid bleibt passiv, macht euch aber trotzdem bereit. Wow, wow, wow. Gefällt mir nicht schlecht. Wir haben jetzt zwar ein Kanonier verloren, aber das ist noch im akzeptablen Bereich. Mal gucken, dass wir die jetzt rausholen, auslocken und ausdünnen. Okay. Warten bis zum ersten Schuss. Und weg. Eieieiei. Jetzt hat sie ihn zerrissen. Super, jetzt haben wir... solange wir einen Poussin verloren haben, geht's noch. Blöden Kanonen, ist ja doof. Komm, macht sie weg. Keine Gnade. Na, wahrscheinlich ist er doch bekehrt worden, oder? Wie keiner trifft, ey. Weil niemand weiß, wie man vorausschießt. Mann, dass man dafür erst was erforschen muss, ey. Um denen zu zeigen, dass man ein bisschen vorausfeuern soll und nicht auf die Position des Ziels, wenn er gerade am Reiten ist. Mann, 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 Mann. Nur von Narren umgeben. Boah, gleich Double Kill, ey. Ach, fickt euch. Beim ersten Mal lief's am besten. Das heißt ja beim ersten Mal. Ich habe auch ewig aufgeladen. Echt? Jetzt habe ich ja schon die Kanoniere bald nicht mehr. Ja, solange ich einen Zeitvorteil habe, ist alles gut. Denke, Jungs! Ja, die waren ja auf Zielverfolgen eingestellt noch. Alter, ich dachte schon, der macht jetzt den Marktkanon. Jetzt habe ich schon ein Dorf... Mann! Oh, regt mich das auf! Nee. Jetzt sind die Verluste zu groß. Ein Dorfbewohner schränkt mich auch schon zu sehr ein. Es muss sehr schön werden. Es muss wirklich schön werden. Ja, hab mich richtig verstanden. Kommt mal näher ran, bitte. Und lasst euch töten. Dankeschön. Kavallerie macht man hier kaputt. Das Schlimmste an Age of Empires ist einfach diese Kite-KI. Ich hasse es einfach. Wer auch immer das entwickelt hat, gehört geschlagen Tag und Nacht. Das hat meines Erachtens nicht mit guter KI zu tun. Das ist einfach nervtötend. Sowas von dermaßen nervtötend. Das war in Age of Empires 1 schon schlimm. Aber 2 treibt sie auf die Spitze. Komm, mach den Tod. Schenkt ihn einfach. Ey, jetzt hat er es trotzdem noch geschafft zu bekehren. Nein, ihr schießt nicht. Warum ist die KI so ein verdammtes Arschloch sein? Warum? 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 Kommt darüber. Ihr macht mir hier noch was nicht kaputt.
Bin ich froh, wenn... Und schon wieder einer übernommen. Och, Mann. Aber noch ist es im akzeptableren Bereich. Ey, mach die Kanone weg. So, Tore bitte aufmachen und kaputt machen. Da habe ich ja auch dazugelernt, was das angeht. Mein Tribok kümmert sich schon mal um die Burg. Die Burgunderburg. Und wir speichern weiter. Das gibt's doch nicht. Hau ab! Geh einfach weg. So, dankeschön. So, hier bitte kaputt machen. Wir dürfen nicht so mega viel Zeit verlieren. Oder beginnen die... Nee, wollte schon sagen, beginnen die erst irgendwas zu machen, nachdem wir jetzt irgendwie die Rohstoffe geplündert haben, aber nee, die sind am Bauen. Die sind am Bauen fleißig. Und am Vorbereiten. Und da wird dann bald Party hart sein, ey. So, wenn wir nicht früh genug vorbereitet sind. Ey, hab ich schon was zur KI gesagt? Wie ein dieser eine Armbrustschütze zum Narren halten kann, einfach. Es ist unglaublich. Komm, krieg Treff und Priester bitte. Na, schade. Hätte rein. Hätte klappen können. Mach den Tod bitte. Er ist doof. Ist Grund genug zum Sterben. Das reicht nach Utwindianischem Gesetzbuch. So. Ey, hör auf mit deinen Kackpriestern. Junge. So. Trotzdem auf Risiko. 2, 1, Risiko. Auf Risiko hin. Dass es erst triggert, dass ich angegriffen werde, sobald ich hier die Rohstoffe geplündert habe. Lasse ich das Dorfzentrum noch so lange stehen, bis ich alle Türme kaputt habe. Obwohl es mir nicht so aussieht. Irgendwann sind ja auch wieder am Spaß haben. Junge, hast du gesoffen? So, das ist ein Schuss. Na also. Ach, geh doch weg. Geh weg. Das Dorfzentrum ist anscheinend eh nicht besetzt, oder? Nee. Das können wir einfach so schleifen. Wunderbar. Schleift es an allen Ecken und Enden. Tschüss, Husar. So, jetzt müssen wir extra speichern. Ach, da ist auch noch ein Türmchen. Wie putzig. Herzallerliebst. Mein Herr, wir haben den Rohstoffvorrat der Burgunder in unseren Besitz gebracht. Sterbt! Sterbt einfach! Hör auf zu rennen! Sterb! Meine Güte, ey. Können Menschen nicht ohne Beine auf die Welt kommen? So. Dann machen wir mal alles wieder nach alter Manier. Nach alter Manier. So, das speichern wir unter. Mission 6 ist es, glaube ich. Aufbau. Es ist der Beginn des Aufbaus. Ich nenne es einfach mal so. Dann müssen wir wenigstens die Schlacht am Anfang nicht mehr machen. Hey, Elite-Kämpfer, du kommst mal mit.
Super. Ihr könnt eigentlich schon mal mit den Häusern anfangen. Je früher wir anfangen können, eine große Wirtschaft zu bauen, desto besser. Wo ist mein Tribok hin? Da! Mach mal hier kaputt, bitte noch. Wir wissen, dass das schlecht ist. Tor, böse. Außer der mit dem Hammer, der ist gut. Nicht niesen, nicht niesen. Nein, unterdrücken, unterdrücken, unterdrücken. So, ihr macht mir von mir aus die Bären. Mach mir den Bären. Junge, du und deine Treffsicherheit, ey. Ohne die Jungfrau seid ihr nichts. Bereitet euch auf den Kampf vor. Wir kommen. Ihr Schweine. Ihr Wichser. Perverslinge. Der Karren geht mal wieder weg. Verkarre dich. Ja, okay. Das mit dem Zusammenstreif, ich wollte schon sagen, haben wir irgendwo noch französische Heere übersehen. Ich könnte mal in die nördliche Richtung erkunden. Würde mich jetzt gerade mal interessieren. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Och nö! Du bist ein doofes Haus. Und hier sitzt doch so eingesperrt, oder was? Ich pack es nicht! Komm, mach das Haus hier weg. Hi! Du bist Cheeseburger? Alles klar. Nö. Doch alles doof. Nein. Komm, wir haben schon gleich am Anfang mit den Häusern versaut. Und den Tribok nicht zugemacht. Und. Es ist wunderbar. Es ist so wunderbar. Ich glaube, ich lasse ein bisschen Abstand zwischen den Häusern. Ja, der Abstand ist so oder so gegeben. So, du machst hier kaputt. Wir erkunden noch ein bisschen in diese Richtung. Ihr macht die Häuser restlich kaputt. Ich schieße die dann am besten auf ein Haus. Wer von euch hat nichts zu tun? Du hast nichts zu tun. Ja komm, mach weiter, Frau. Keine Schützigkeit vor Müden. Oder so. Sehr schön. Okay. Na, das reicht erstmal so. Wisst ihr was? Das speichere ich sogar mal. Oh Gott, die Jungfrau von Orléans ist gestorben. Wie so ein Gescheiter. Bitte was? Die ist doch schon tot. Ja eben. Ihr wollt mich wohl verarschen. Ja. Ich würde es dem Spiel zutrauen. Das ist mittlerweile so sadistisch. Ich warte ohnehin auf die verloren gegangene Age of Empires Saga. Nicht mit mir, ey. Nein. Nein, einfach nur nein. Ohne die Jungfrau seid ihr nichts. Ey, wenn ich... Immer wenn ich das höre, denke ich halt genau das. Von wegen, die Jungfrau ist gestorben. Nein, Mission gescheitert. Ihr wollt mich wohl verarschen. Ihr Inselaffen. Nein, nein, ich habe den Tribok vergessen. Oh nein, die Maus ist fast kaputt. Komm, mach sie weg. Far away.
Feuere. Feu-WB. Komm, da haben wir jetzt viel Nahkämpfer. Die Kanoniere mache ich doch mal wieder gen Norden. Das reicht so, das reicht so. Haut schon so hin. Wo befindet sich denn euer so wertvoller Bauerngeneral jetzt? Er macht gerade Bauernfrühstück. Oh, da habe ich jetzt Bock drauf. Oh, verdammt. Hm. Ich habe noch nicht gefrühstückt heute. Ah, nein! Nein, 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 nein. Geh tot. Danke. So, das speichern wir jetzt mal unter was anderem. Machen wir mal Let's Play 1. Dann machen wir einfach mal die ganzen Dinger in Reihenfolge durch. Die ganzen Dinge. Die ganzen dicken Geräte. 2, ihr macht alle mal noch mit Nahrung, weil wir brauchen noch viel mehr Bauern. So, hier können wir jetzt schon mal anfangen, das Holzfällerlager zu bauen. Ja, zu bauen. Wir haben den Bäumen viel zu verdanken. Jede Menge. Schon alleine, weil die hier einfach einen riesigen natürlichen Schutzwall für uns bieten. Ist einfach klasse. Gelobt seien die Bäume. Komm, wir singen jetzt alle die Baumhymne. Baum, 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 Zweig. Baum, 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 Ast. Baum, 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 Wurzel. Baum, 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 Wald. Pikipu-Gold. 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 Ich fühle mich so unter Druck gesetzt vom Spiel. Das Spiel unterdrückt mich. Ich weiß nicht, wer dieser mich ist, aber ich finde es total uncool, dass das Spiel ihn unterdrückt. So, mehr, viel mehr. Viel mehr beim Stein, viel mehr beim Holz, alles mehr. Nächstes Zeitalter wird schwer, ich sollte mich viel mehr drauf konzentrieren. Burg. Was bringt es großartig? Das ist die Frage, was bringt es so mega, ewig viele Burgen zu bauen, wenn Langbogenschützen uns... Und die Tribocke mich total outrangen. Na gut, die kriege ich alle mit Paladinen weg. Muss ich erstmal bauen können. Es tut alles weh. Ist alles doof. Schnelleres Holz, Goldabbau. Mir ist jetzt erstmal Stein richtig wichtig. Richtig wichtig. Richtig. Kanonen haben eine Reichweite, mit der man... Ja, man sagt ja so schön, Kanonen sind besser. Und so Unrecht haben sie damit ja nicht mal. Mit Kanonen können sie von der Reichweite tatsächlich mit den Langbogenschützen aufnehmen. Ich brauche erstmal genug von. Worin baue ich die eigentlich? Wo hole ich mir die Kanonen her? Du, 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 du. Husare darf ich nicht bauen. Husare darf ich nicht bauen. Wo baue ich die? Ja, du, dachte ich mir schon fast, in der Waffenschmiede. Aber erst im nächsten Zeitalter. Besser gesagt, Alter, das ist eine Imperialzeit. Na gut, ist ja schon nächstes Zeitalter, ich Depp. Ja. Und hört doch mal auf zu nerven. Ich finde das uncool. Priester wären auch eine Möglichkeit und eine Idee. So, noch einer zum Holz. Dann reicht das erstmal, was das Holz angeht. Alle, die jetzt derzeit bei der Nahrung sind, bleiben dann beim Themenbereich Nahrung. Hörst du auf? Hörst du auf?
Geh weg. Mann. Kannst mal meinen Buckel runterreiten, ey. Danke. Danke fürs Sterben. Ist wirklich liebenswürdig, muss ich echt sagen. So gut das klingt. So. Okay. So, Mülle. Mülle. Jetzt können wir nur beten, dass alles funktioniert. Was ich auch noch tun kann, ist auf jeden Fall... Ja, macht mir das Haus da hinten kaputt. Verstört. Sag mal du. Du sollst hier hochkommen. Mülle? Liebe Mülle. So. Ihr macht mir jetzt alle richtig tolle Felder. Bitte so richtig, so toll wie möglich müssen die werden. So, ich weiß, ich könnte die einfach so nacheinander. Ich mach's lieber so, dass ich jedem gleich zu weiß, sein eigenes Feld. Sein Personal Field. Kann es sein, dass das hier sogar... Nee, haut sogar hin. Warte, wir haben ein gutes Massaker angerichtet. Bauen wir bitte noch die Schmiede. Die Schmiede. Ist nicht eine, es ist die. Es war der Eingang total blockiert, aber es geht eh keiner in die Universität rein. Das ist eh nur so eine Scheinuniversität. Da geht niemand rein. Das fand ich ganz cool bei Ways of Nations war das so. Dass man da so wirklich so Universitäten hatte, wo man auch tatsächlich Leute reinschicken mussten, die sich weiterbilden, damit man da eben seine Weiterentwicklungspunkte quasi bekommt. Oder wie ist nochmal? Ich habe lange nicht mehr Ways of Nations gespielt. So, Botkin-Pfeil. Plus 1 Reichweite. Auch für Bogen. Wichtig. Nein. Nicht genug Nahrung. Wir brauchen Nahrung für so viel Mist. Ja, das ist der Mist. Na gut, derzeit brauche ich auch Hofbewohner bis zum Erbrechen. Aber hey. Ey, hau bloß ab. Staatsfeind! Mönche sind Staatsfeinde, ey. Miau. Katze tot. Ja, die Burg hier passt schon. Gleiches gilt übrigens auch für die Burg, die ich hier vorne. Ich kann schon zwei Burgen bauen. Komm. Speichern wir. Es läuft jetzt schon um einiges besser, als letztes Mal lief. Nein, ich kaufe nichts. Bauen wir hier noch ein Kloster hin? So, jetzt muss ich mal weiterentwickeln. Botkin-Pfeil. Wenn ich das so machen würde, könnte ich das Dorfzentrum sogar aktiv zur Verteidigung mit einbeziehen. Ja, das muss auch unbedingt sein. So, ist mal so. Kommt der Dreckbock mal irgendwo da oben hin? Hallöchen, wen haben wir denn hier aufgestellt? Und gut, diesmal macht Burgund wenigstens nicht diese Scheiße, dass die mich hier mit Katers Kasernen zuspicken. Was eigentlich von Vorteil war, dass die es gemacht haben. Ich hätte gerne einen Mönch. Wir müssen mal hier heilen. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen was bekehrt.
Wäre auch ganz, wäre ein toller Nebeneffekt und so. Komm, einer mehr zum Gold. Ich möchte dann schon relativ fix gerne das nächste Zeitalter. Zumindest so fix es eben möglich ist. Weil dann kann ich auch die Pfeile nochmal weiterentwickeln. Aber was ich erstmal noch machen will, sind noch die Mörderlöcher. Hi. Ach du lieber Gott. Ey, wie diese Penner gleich mit mehreren Tribocken kontern. Nein. Aber einer jetzt... Fahr. Einer hätte... Ey, Mann. Na komm, mach den Ritter weg. Erstmal. Ja, die Burg ist gleich fertig. Wunderbar. Alter, noch ein Ritter. Jetzt! Oh! Oh my goodness. Axtwerfer. How about now? Ich sterbe einen ehrenvollen Tod. Mann, was kommen die denn jetzt so in Masse? Kommt, holt mir den Chevalier. Dankeschön. Den werde ich meinen Spaß haben. Ah, toll, ja, den Eindorfbewohner haben sie natürlich zerrasselt. Also nicht, das hat nichts mit Kurt Russell zu tun. Nahrung, Gold, komm, machen wir erstmal noch die Handkarren. Handknarren. Kommst du da nicht durch? Ja, dann kommst du durch, sobald das Tor steht. Beziehungsweise der andere macht's. So, die eine Burg ist ja erstmal nicht schlecht. Natürlich hätte ich gerne noch eine zweite. Einmal hier und einmal noch da. Ballistik hätte ich übrigens auch gerne. Das liegt am Holz. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich Ballistik hätte. Wirklich? Ach, ihr seid doch Deppen.